Heute früh werden sich einige mächtig erschrocken haben. Ein grausiges Bild war das für die Menschen in Berlin-Neukölln. Vom großen Baukran baumelt eine Figur, ein Mensch. Mittlerweile ermittelt der Staatsschutz. Was da los war, zeigt uns Heike Bolt-Schüler. Ein Schreck am Morgen. An einem Kran über der Hermannstraße hängt vermeintlich eine Person. Ich habe einen Mann gesehen auf die Schwester, das ist auf Deutsch. Und er hat viele Leute verstanden, das ist ein richtiger Mann. Aber ich habe seine Beine gefunden, ich weiß, das ist ein falscher Mann. Der falsche Mann, eine Schaufensterpuppe. Um 8.15 Uhr ist das auch der Polizei nicht klar. Zunächst beim ersten Eintreffen waren die Kollegen in der Tat sich auch unsicher. Die Puppe wirkt schon sehr menschennah, weil sie auch diese Größe hat. Nichtsdestotrotz haben sie relativ schnell herausfinden können, dass es sich um eine Puppe handelt. Wir haben dann die Feuerwehr dazu alarmiert. Ein Kollege der Feuerwehr ist dann nach oben geklettert, hat die Puppe abgeschnitten und gleichzeitig auch ein Transparent, auf dem auf Englisch das Wort Menschlichkeit stand. Das Wort Humanity und die schwarze Puppe mit oranger Schwimmweste deutet darauf hin, dass es einen Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik gibt. Eine Zeugin hatte früh um 8 gesehen, wie ein Mann den Kran hochkletterte. Es ist Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gestellt worden. Da ein politischer Hintergrund vermutet wird, ermittelt der Staatsschutz.